Ja, liebe Zuschauer, ich habe es mich ehrlich gesagt auch gefragt, was sollen wir denn jetzt mit einem Ford Mondeo Turnier bei Grip? Aber das hier ist der EcoBoost, der stärkste Mondeo Turnier, den es gibt, mit 240 PS. Und damit starten wir heute eine neue Reihe in der beliebten Serie Die Wölfe im Schafspelz. Diesmal reloaded eben mit den Kombi-Wölfen. Da hinten stehen noch zwei nette andere Kollegen, die haben noch ein bisschen mehr Leistung. Ein bisschen ist etwas untertrieben, Matthias. Unter den Hauben dieser beiden Familienkutschen tummeln sich insgesamt stolze 1435 PS. Und jetzt geben wir Knallgas. EcoBoost nennt Ford seine neue Vierzylinder-Motorenfamilie, die neben weniger Verbrauch mehr Leistung bieten soll. Unser Mondeo hier hat einen 2-Liter Turbomotor, der 240 PS leistet und 360 Newtonmeter Maximum zur Verfügung stellt. Und das sorgt, ehrlich gesagt, für ordentliche Fahrleistung. 7,8 Sekunden von 0 auf 100. Und das fühlt sich gut an. Also der steht gut im Futter einfach, der Wagen. Doch nicht nur der Längs-, sondern auch der Quer-, Kurvendynamik widmet sich Matthias und stellt dabei Erstaunliches fest. Ja, checken wir mal die Lenkung, oder? Also der lenkt wirklich sehr direkt ein und ja, das ist um die Mittellage ist sie ein bisschen weich, ein bisschen leichtgängig, aber es ist halt ein ganz normales Auto, es ist kein Sportwagen, aber das passt. Also der lenkt super direkt ein, das Heck lenkt direkt mit, wenn man möchte und trotzdem bleibt die ganze Fuhre sicher in der Spur und wenn ich das übertreibe, dann drehen wir uns. Ist schön. Das Schöne ist wirklich, das ESP greift einfach nicht ein. Es ist ausgemacht, ich habe den Knopf gedrückt und es greift nicht ein. So muss es sein und nicht anders. Auch wenn er oft als tristes Mauerblümchen belächelt wird, die Vorteile des Mondeo Turnier liegen klar auf der Hand. Viel Platz und viel Ausstattung für vernünftiges Geld. 38.250 Euro für das getestete Topmodell Titanium S sind eine klare Kampfansage an die Konkurrenz. Und untermotorisiert ist der Ford auch nicht gerade. Seine 240 putzmunteren Pferdchen machen durchaus Spaß. Der Mondeo hier hat ein Doppelkupplungsgetriebe. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Allerdings, diese Gangwechsel gehen zwar schnell, von 3 auf 4, Achtung, und zack. Aber ich kann nur hier mit diesem Powershift-Schalthebel, der gefühlte 3 Meter lang ist, schalten. Und hier am Lenkrad gibt's nichts. Also das fehlt eigentlich noch. Wenn ich schon Doppelkupplungsgetriebe habe, dann will ich doch hier auch am Lenkrad schalten können. Da gibt es aber beileibe Schlimmeres, Matthias. Aber jetzt mal Buddha bei die Fische. Wie macht sich der Mondeo denn nun? Also er macht Spaß. Der Mondeo macht Spaß. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich hätte es ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Aber die Jungs bauen gute Fahrwerke. Der Motor schiebt ordentlich an. Quer geht auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich gegen dieses Auto sagen soll. Außer, dass es halt ein Ford ist. Tja, auf jeden Fall ist der Mondeo optisch pures Understatement. Für Matthias' Zwecke heute also ideal. Äußerlich, muss man ja ganz ehrlich zugeben, ist der Mondeo komplett langweilig. Aber das ist genau das, was wir brauchen für die Wölfe im Schafspelz. Weil wir wollen ja unauffällig sein und langweilig gleich unauffällig. Also ab auf die Bahn. So, jetzt werden wir das Mondeo-Monster mal tarnen. Mal schauen, was es da gibt. Ja, ich würde sagen, nix. Weil der sieht ja schon komplett aus wie ein Schaf. Okay, aber ich habe noch eine Geheimwaffe. Der hier. Der kommt jetzt da drauf und dann denkt wirklich jeder, was sitzt denn da für ein Typ drin? So, fertig ist das voll scharf. Es geht auf die Autobahn und Matthias legt sich auf die Lauer. So, liebe Zuschauer, Sie kennen das Spielchen mittlerweile. Wir klemmen uns mit 120 auf die linke Spur und warten auf Beute. Ziemlich wenig los heute, also gute Bedingungen, um Spaß auf der Autobahn zu haben. Und siehe da, der erste Kandidat lässt nicht lange auf sich warten. Ah, was kommt denn da? Ein Mini?
John Cooper Works. 211 PS, der hier 240. Wir gehen rechts rüber und latschen rein. Na, dann komm, Kleiner. Schauen wir mal, was mein Familienkombi so alles kann. Oh, ich glaube, da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Der bleibt leider dran, der Kollege. Und, kannst du noch was? Bei Mondeo geht noch was. Der Cooper Works kommt nicht vorbei. Aber trotzdem, ich finde, das macht richtig Spaß. So Jungs, die sich dachten, ah, jetzt kaufe ich mir eine richtig knackige Kiste. Solche Leute zu verseilen mit so einem Familienteil, das finde ich einfach sensationell. Ja, kommst nicht vorbei, was? Das war der Ford Mondeo mit 4 Zylindern. Der hier hat 6 Zylinder. Mehr als der Mondeo. Zugegeben, dieser Leistungssprung nach oben ist heftig, aber dafür umso amüsanter. Der Audi RS6 von OCT Tuning hat nicht mehr 580 PS wie in der Serie, sondern 685 PS und das alleine durch Änderung der Motorelektronik und einer schicken Auspuffanlage, die sich folgendermaßen anhört. Also wie der antritt, wenn der runterschaltet, das ist ja unfassbar. Satte 785 Newtonmeter stand der Biturbo V10 zwischen 1500 und 5100 Umdrehungen auf die Kurbelwelle. Da qualmt es überall, trotz Allrad. Also der erste Eindruck von dem OCT ist einfach nur Drehmoment ohne Ende. Ja? Also du setzt dich da rein, alles ist völlig normal, überhaupt nicht aufgeregt. Und dann tippst du das Gaspedal so ein bisschen an und sofort ist boah. Jetzt gucken wir mal, was der Hobel so macht, wenn man ihn ein wenig anstellt. Wow! Wer einen Audi RS6 tunt, sollte sein Handwerk verstehen. Nicht einfach, dem ab Werk hochgezüchteten Kombi noch mehr Leistung zu geben, ohne ihn unfahrbar zu machen. OCT setzt die Hebelschrauben gezielt an. Geschmiedete Alufelgen, Edelstahlabgasanlage und eine angepasste Motorelektronik. Kunstgriffe, die mehr Leistung bieten, die ausgewogene Grundcharakteristik der Serie aber nicht zerstören. Kostenpunkt des Tunings knapp 10.000 Euro. Ich würde sagen, dann gucken wir mal, was der Kollege so topspeedmäßig drauf hat. Wir latschen drauf. Ja, Quattro-Antrieb. So, hups, jetzt habe ich gar nicht geguckt, stehen schon 180 drauf. 220, 30, 40, 50, 60. Alter Schwede, 270? Das ist ja unglaublich. Also ich erinnere mich an den Lexus LFA, der hat hier auf der Geraden 250 geschafft. Und der hier 270 und zwar aus dem Handgelenk geschüttelt. Also das ist mal ein Kandidat, der Leistung hat und die auch auf die Straße bringt. Die Längsdynamik ist natürlich der absolute Wahnsinn, weil das Ding nach vorne marschiert wie ein Geisteskranker. Also es ist wirklich in jeder Lebenslage Power vorhanden. Und wenn du bei 250 draufladst, dann wirst du richtig in den Sitz noch gepresst. Und das ist halt der Unterschied zwischen einem 400 oder 300 PS Auto zu einem 600, 700 PS Auto. Also das ist wirklich dann bei den hohen Geschwindigkeiten macht es noch richtig Druck rein in den Sitz. Der RS6 ist natürlich perfekt geeignet für unsere Reihe Die Wölfe im Schafspelz. Warum? Weil er komplett unauffällig ist. Ja? Ich meine, klar, RS6, das sehen die Kenner, aber der hat keinen Aufkleber, der hat keine fetten Spoiler. Gut, die Reifen, aber die sieht man von hinten eh nicht. Also dieses Auto ist komplett Understatement und so mag ich das. Ja? Richtig Bums unter der Haube und von außen sieht man gar nichts. So, bevor wir jetzt mit dem OCT auf die Autobahn gehen, schauen wir mal, was da abgeklebt werden muss.
Ja, auch nicht wirklich viel. Ne? Also die Auspuffendrohre kann ich leider nicht abkleben, aber das hier, das OCT, dann erkennt es auch wirklich gar keiner mehr. Zack. Ja, dann können wir los, ne? Warm fahren heißt beim RS6 von OCT erstmal eine 300 aufs Parkett legen. Ein Klacks für den Wagen, denn der OCT rennt bis zu 328. So. 180. 230. Ich nehme mal die Hände ans Lenkrad. 260. 270. 290. 300. Jetzt würde ich sagen, ist der RS6 warm und jetzt kann der erste Gegner kommen. So, auch hier wieder das gleiche Spiel, 120 auf der linken Spur. Na, das ist genau die richtige Geschwindigkeit, um Leute zu locken. Ach komm, wer ist das denn? Ein Dreier-BMWchen? Ah, der hat die dicke Motorhaube, einen dicken Hubbel auf der Motorhaube. Sieht so ein bisschen aus, als wenn seine Hose geschwollen wäre. Ja, ich würde sagen, ich fahre mal rechts rüber, ne? So, der M3 kommt. Kurze Unterhaltung. Wollen wir ein kleines Rennchen machen, ja? Oh, der hat früher Gas gegeben, die Sau. Aber jetzt auf Wiedersehen. Aber ehrlich gesagt bleibt er ganz schön lange dran. Uiuiui, ich glaube, da müssen wir unsere Höchstgeschwindigkeit auspacken. 3,28 der hier, M3 bei 2,50 abgeregelt. Und man sieht, auch die Jungs von der MGmbH wissen, wie man wirklich, wirklich schnelle Autos baut. Aber die Jungs von OCT bauen noch schnellere. Nächste Ausfahrt raus, da kommt der nächste BMW-Tuner. Tschüss. Also der OCT mit seinen 10 Zylindern hat schon einen Mörderdruck. Der hier hat noch mehr Druck und vor allen Dingen nur Heckantrieb. So Freunde, endlich Heckantrieb. Jetzt kommt der G-Power M5 Hurricane RS. 750 PS, 750 Newtonmeter Drehmoment und alles geht an die Hinterachse. Was das mit den Hinterreifen macht, das schauen wir uns jetzt mal an. Sie ahnen es schon, liebe Zuschauer. Matthias gibt Rauchzeichen und malt schwarze Striche aufs Parkett. G-Power, ihr seid einfach meine Freunde. Ich liebe es. Das Auto ist eigentlich permanent völlig überfordert von der ganzen Leistung, die dann nur an der Hinterachse ankommt. Aber das ist auch gut so, weil man kann mit dem Auto wirklich querfahren nach Belieben. Also du lenkst ein und legst das Gaspedal nur ganz leicht an und schon geht der Hobel quer. Und dann kannst du wirklich mit dem Gaspedal lenken und du kannst eben wirklich bis auf die Grasnarbe am Flugplatz rausdriften und machst halt hunderte von Meter langen schwarzen Reifenspuren, die wirklich tief schwarz sind, auch wenn man nah hinschaut. Also es ist ein absolutes Gedicht. Und weil es gar so schön war, hier noch einmal zum Genießen für Freunde des gepflegten Drifts. Ja, also das ist somit das Schönste, was man angezogen machen kann.
Angezogen sollte man auch bei G-Power vorbeikommen, wenn man einen M5 Hurricane RS Touring bestellen möchte. Für rund 290.000 Euro gibt es einen BMW M5 Touring, der mittels zweier Kompressoren einer Leistungssteigerung auf 750 PS unterzogen wurde. 100 km/h sind in 4,5, 200 in 9,7 und 300 in 26 Sekunden erreicht. Die Volllederausstattung mit Alcantara-Besatz ist im Preis inbegriffen und nun ja, sagen wir mal, Geschmackssache. Bleibt nur noch ein leidiges Thema, die Anschaffungskosten. 288.000 Euro ist natürlich schon eine Ansage, ja. Also wenn man das ganze Leder und das ganze Shishi weglässt, dann bleiben immer noch irgendwie, glaube ich, 70.000 oder 80.000 Euro übrig für den Motorumbau, was auch wirklich, wirklich heftig ist. Ja, aber wenn du jeden Tag halt aussteigen kannst und grinst, ist doch schön. Einfach drauflatschen und dann mal gucken, was passiert. Okay, die Hinterräder gehen durch. Das ist eine Beschleunigungsarie, die geht durch und durch, durch Mark und Bein. Und wir sind bei 250, 260, 270. Jetzt muss ich schon wieder bremsen. Ach, wieso ist diese Landebahn denn eigentlich so kurz? Ich glaube, wir gehen mit dem M5 jetzt auch mal auf die Autobahn, oder? Ja, der G-Power ist natürlich schon ein bisschen auffälliger, vor allen Dingen durch die vier Auspuffendrohre, aber die Schriften kleben wir natürlich trotzdem ab. So, hier drüben fangen wir an. G-Power. So. Und zack. So, unauffällig, aber es geht noch unauffälliger. Ich habe da mal was vorbereitet. So, Matthias an Bord. So, nicht schön. Oh, die 1. Passt, oder? Auf der Autobahn ruft sich Matthias noch einmal kurz die Daten dieses Geschosses von G-Power ins Gedächtnis. Also nur mal so als kleine Ankündigung, die Vmax von diesem Fahrzeug liegt bei 372 Stundenkilometern. Habe ich das schon mal erwähnt? Macht nichts. Hört sich immer wieder gut an. Doch erstmal müssen 100 reichen, um Beute anzulocken. Ah, Frischfleisch. Ein Kollege mit einer Viper. 507 PS und offen. Ja, ich würde mal sagen, der Kollege mit der Viper, der hat es ein bisschen eilig, ne? Sollen wir dem mal zeigen, was eilig ist? Ja? Ja, ne? Okay, Kleiner, dann guck mal, was ich jetzt mache. 170, 180, 190, 200, Gangwechsel 10, 20, 230, 240, 250, liebe Fluggäste, 260, 270. Wir haben jetzt langsam unsere Reiseflughöhe von 280 erreicht. Also ich meine, die Viper ist natürlich ein super heftiges Auto mit 507 PS, ein richtiger Hammer. Aber es ist ein altes Auto und der Fahrer sah auch ganz schön alt aus. So, da ist er wieder. Ich würde sagen, wir lassen ihm an dem Glauben. Hallo, tschüss. Ein G-Power M5 Hurricane RS Touring. Der wohl hinterhältigste und gleichzeitig spaßigste Kombi-Wolf im Schafspelz.